Willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht. Herzlich willkommen zur 21. Etappe. Lasset uns anbeten. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Eigentlich ist diese Krippenszene ja irgendwie schon ein wenig kitschig. Drei exotisch gekleidete Männer, Respektspersonen, die andächtig knien oder vielleicht staunend innehalten. Das lässt sich vielleicht auch erst in der Tiefe begreifen, wenn man sich vor Augen führt, was für einen Weg die drei hinter sich haben. Auf diesem Weg, da mussten sie ihre Erwartungen mehrmals anpassen, mussten sich immer wieder fragen, wem folgen wir da eigentlich, was tun wir hier eigentlich, was suchen wir, was erwarten wir. Und nun sind sie also angekommen. Aber war da nicht vielleicht schon eine gewisse Enttäuschung zu spüren, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass den, den sie erwarten, der Friedenskönig sein soll? Und wenn man sich vor Augen führt, welche Kriegsbilder man so im Kopf hat. Ja, dieser Friedenskönig ist gekommen. Sie haben vielleicht eine komplett neue Zeit sich vorgestellt, den Anbruch einer neuen Zeit. Aber dann sehen sie diese Behelfsunterkunft, diesen Stall, diesen Futtertrog. Und statt einem Königskind, naja, nur ein Säugling, der nicht mal ein Bett hat. Und der ja noch gar nicht in der Lage ist, irgendwelche Probleme zu lösen. Der noch nicht mal Fragen beantworten kann. Die drei, naja, sie werden erstmal nicht viel verstanden haben. Denn so können sie das, was sie da sehen und erleben, erstmal nicht deuten, nicht selber sich erklären, sich einen Reim darauf machen. Aber mit den Erfahrungen, die sie mit Gott gesammelt haben auf diesem verschlungenen Weg nach Bethlehem, ahnen sie vielleicht, sie haben sich hier nicht verlaufen, als sie dem Stern gefolgt sind, als sie vorbeigezogen sind an den Palästen und den prunkvollen Häusern, als sie angekommen sind an einem Stall, dort am Ziel. Das Ziel wiederum, das hätten sie sich selber nie stecken können, denn sie waren ja Edelmensch, Edelleute, wenn man so will, Oberschicht. Sie hätten wahrscheinlich nie den Gedanken gekommen, sich so auf einen weiten Weg zu begeben, um als Ziel eine Krippe zu haben. Um bis hierher zu kommen, mussten sich dementsprechend auch von gewissen Vorstellungen trennen, von den Gewissheiten, die sie bisher getragen haben, von ihren fertigen Meinungsbildern, ihren Erwartungen, dass man ja auf die großen Fragen, die sie bisher geleitet haben, auch einfach so eben jetzt an diesem Geburtsort Antworten bekäme. Ja, die Erwartung, dass die Welt mit dem Auftreten eines Friedenskönigs schlagartig komplett repariert werden könnte. Sie mussten sich auch trennen von falschem Stolz, um bis hierher kommen zu können. Es geht gar nicht anders. Da mussten sie sich von Gott führen lassen. Und da sind sie also, alte, weise Männer, denen normalerweise selbst jede Menge Ehrfurcht entgegengebracht wird. Sie werden hier auf einmal klein und still. Und sie staunen, sind mit ihrem Latein am Ende. Oder sie werden sogar wieder zu Anfängern, Anfängern des Glaubens. Ja, vielleicht kommt auch noch ein bisschen ein Elternreflex durch, wenn sie sich über das Kind gebeugt haben, vielleicht schützend, um etwas ihm zu geben, was ihm sonst niemand geben kann. Vielleicht durften sie es ja sogar in den Arm nehmen, einmal wiegen. Ob das schon Anbetung ist? Naja, auf jeden Fall, wenn sie sich vor ihm niedergekniet haben, dann eben, weil hier an dieser Stelle nicht nur irgendein Mensch liegt, sondern Gott selbst. Sie hatten sich ja vielleicht sogar auf eine große Unterwerfungsgeste vorbereitet,
so wie man das macht, vor einem König oder einem gottgleichen König damals. Aber die Szene im Stall ist so gar nicht religiös aufgeladen. Wenn da wirklich was dran sein sollte, das einem Gott aus diesen Kinderaugen ansieht, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als vom hohen Ross bzw. Kamel abzusteigen und sich ins Stroh zu hocken, runterzukommen und sich reinknien ins echte Leben. Aber nun, wenn Gott also wirklich diesen Weg wählt, wenn also für Gott kein Weg zu weit ist, um zu uns Menschen zu kommen und sich Gott also selbst in eine Krippe legt, dann kann man sich ja auch als Respektsperson schon mal die Samtkleidung dreckig machen und Gott loben, etwas singen. Vielleicht: Herbei, o ihr Gläubigen, o lasset uns anbeten. Oder: Herbei, o ihr Kleingläubigen, o lasset uns anbeten. Oder: Herbei, o ihr Ungläubigen, o lasset uns anbeten. Oder: Herbei, o ihr Andersgläubigen, o lasset uns anbeten. Und das wäre doch ein wunderbares Gebet für diese Adventsetappe. Herbei, o ihr Gläubigen, ihr Kleingläubigen, ihr Ungläubigen oder Andersgläubigen. Herbei, lasst uns gemeinsam den König der Könige anbeten, der sich selbst entschieden hat, in einer Krippe zu liegen. Ja, dafür zu beten, dass so ganz unterschiedliche Menschen in Dilbrecht oder dort, wo du diese Botschaft hörst, zusammenkommen, um Jesus Christus in dieser Krippe anzubeten. Einen fröhlichen Advent.